Hallo Leute, da ist er wieder, der Hermann. Grüß euch nach längerer Zeit mal wieder ein Video von mir. Und zwar ein Meckervideo. Also, was hier in dem Staat los ist, geht auf keine Kuhhaut mehr. Und zwar geht es um dieses Produkt, den Heizschlauch. Ich bekomme diesen Heizschlauch, sage und schreibe, 10 Jahren umsonst. Ja, zahlt die Krankenkasse, beziehungsweise ist dieser Heizschlauch in der Pauschale mit drin. Und heute war ich bei Löwenstein mit einem Rezept, dass ich einen Heizschlauch haben wollte. Und auf diesem Rezept stand Folgendes: Ein Heizschlauch für Löwenstein A20. Begründung: starke Atemreizungen ohne Heizschlauch würde es nicht funktionieren. So stand es auf meinem Rezept. So, das mache ich schon seit über 6 Jahren. Zum Anfang war es so, dass der Heizschlauch sowieso bezahlt wurde. Der wurde bezahlt, der war mit drin in der Wartungspauschale oder in der Jahrespauschale. War das mit drin. So, ich kann auch sagen, bei welcher Krankenkasse ich bin. Ich bin bei der Barmer. So, voriges Jahr war das alles noch kein Problem. Rezept eingereicht mit dem gleichen Wortlaut und ich kriegte meinen Heizschlauch. Heute sagte die nette Mitarbeiterin zu mir: Es tut mir leid, den müssen Sie bezahlen. Ich sage: Moment mal, da steht doch eine Begründung auf dem Rezept. Atemreizungen. Ja, das würde niemanden mehr interessieren. Die Krankenkassen übernehmen diesen Heizschlauch nicht. Ich sage: In welche Krankenkasse muss ich denn gehen? Da wurde mir gesagt: Prinzipiell wird es keine Krankenkasse mehr geben, die diesen Heizschlauch übernimmt. Gut, sage ich, dann geben Sie mir bitte mein Rezept zurück. Dann habe ich mich ins Auto begeben und bin dann mit meinem Telefon habe ich dann bei der Barmer angerufen. Dann ewig gewartet, das kennen wir ja alle, ne? Wenn man irgendwas haben möchte und und. Dann war ich bei der Hilfsmittelabteilung und der gute Mann sagte: Nein, gibt es nicht mehr. Außer man hätte eine medizinische Begründung. Ich sage: Das steht ja drauf auf meinem Rezept. Eine medizinische Begründung, warum ich diesen Heizschlauch brauche. Weil ich kann es wirklich nicht ohne. Ich brauche diesen Heizschlauch. Ansonsten habe ich so einen Hals und ich bin ständig erkältet. Und das funktioniert einfach nicht. So, und das jetzt schon seit 10 Jahren ging es so. Und jetzt auf einmal meint Löwenstein bzw. die Krankenkasse: Nein, das geht nicht. Löwenstein sagte dann: Nö, das geht nicht. Das geht auch nicht in der Pauschale mit rein. Da ist nur die Maske und das Fütterpaket dabei. Wie gesagt, Krankenkasse angerufen. Der nette Mitarbeiter von der Krankenkasse meinte: Nein, den Heizschlauch, das ist ein Komfort. Klar ist das ein Komfort, aber doch nicht für Leute, die diesen Heizschlauch benötigen. Ja, die eine medizinische Begründung auf einem ärztlichen Rezept haben. Das kann doch nicht sein. Also, ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. So, ja. Das bekam dann ein Mitarbeiter von der Filiale in Dortmund mit, dass ich mit der Krankenkasse telefoniert habe. Ich sage: Wissen Sie was, ich gehe jetzt rein. Sage, dann können Sie das der netten Mitarbeiterin sagen, was Sie mir eben gesagt haben, dass ja eine medizinische Begründung auf dem Rezept steht und die mir den Heizschlauch geben müssen. Ja, dann ging ich rein in die Filiale. Da war natürlich jemand vor mir. Da sagte der zu mir von der Krankenkasse: Es tut mir leid, aber so lange kann ich jetzt nicht warten, bis Sie endlich mal diese Dame da dran haben, um der das zu erklären. Ich sage: Was ist das dann vom Kundenservice? Ich sagte dann: Ich glaube, ich müsste mir mal überlegen, die Krankenkasse zu wechseln. Ich sage: Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr, bin ich in dieser Krankenkasse, ja, und habe in meinen jungen Jahren nichts groß gebraucht. Und auch die Krankenkasse musste nichts bezahlen. Ja, was ist das hier von Service? Deshalb sagte ich gerade zum Anfang: Mecker-Video. Ja, gut. Der Mitarbeiter, der hat dann aufgelegt und ich stand dann da.
Dann kam ein anderer Mitarbeiter auf mir zu, nahm mich zur Seite, weil ich bin immer noch der Meinung, in Dortmund, die Filiale ist einfach klasse. Ja, die sind alle nett und freundlich. Auch die Mitarbeiterin, die dort saß, in der Annahme, war auch freundlich, obwohl ich nachher zum Schluss schon erbost war. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch entschuldigt dann, weil die Mitarbeiterin kann ja nichts dafür, ja, wenn einer nicht weiß, was der andere macht. Also sagte ich zu dem netten Mann, der nahm mich dann mit in einen Raum. Ich denke mal deshalb, weil ich auch schon etwas lauter wurde und mich da aufgeregt habe, denke ich mal, hat er mich dann in diesen Raum mitgenommen, dass man das dann nicht so hört, das Gespräch, was dann da abgelaufen ist. Aber ich möchte das trotzdem wiedergeben. Auch wenn mir Löwenstein da vielleicht einen Daumen runter für gibt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Der war sehr nett, der Mitarbeiter, Namen kann ich hier nicht nennen. Ja, und er sagte, ja, wir machen es dies Jahr nochmal auf Kulanz und geben Ihnen einen Heizschlauch mit. Ansonsten müssten Sie den bezahlen und wir arbeiten an einem günstigen Heizschlauch. Was ist denn Heizschlauch hier? Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, weil meine anderen Sachen, die ich schon vor einer Woche bestellt habe, sind auch noch nicht geliefert worden. Und zwar meine Maske, die mir jährlich zusteht, und meine Filter. Ja, so, dieser Heizschlauch kostet irgendwas an die, oder kostete mal, glaube ich, irgendwas an die 70 Euro, was er jetzt kostet, müsste ich nachschauen, kann ich euch nicht sagen. Aber ganz ehrlich, was ist an diesem Teil 70 Euro wert? Das ist ein Standardschlauch mit zwei Kunststoffanschlüssen und einer Heizspirale verbaut. Das ist alles. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wie so ein Heizschlauch aussehen sollte oder wie so ein Heizschlauch funktionierte. Müsst ihr mal gucken, ganz unten irgendwo, gleich zum Anfang meiner YouTube-Geschichte, die ich da gemacht habe, habe ich den mal auseinandergeschnitten und habe euch gezeigt, was da drin ist. Da sind zwei Heizdrähte drin, das ist alles. Und das sind nicht mal Heizdrähte, sondern es sind schlicht und einfach nur zwei Kupferdrähte, ja, die den Heizschlauch nicht mal steuern, so wie bei Resmed. Bei Resmed wird der Heizschlauch ja gesteuert. Übers Gerät, da kann man die Temperatur einstellen, das geht ja bei Löwenstein nicht mal. Ja? Sollte ich diesen Schlauch also selber bezahlen? Klar, wenn es hart auf hart kommt, muss ich ihn auch bezahlen, ja? Weil ohne den Heizschlauch geht es einfach nicht. Dann kriegte ich den Lieferschein. Ich muss mal hier die Adresse wegmachen. Und dann sah ich auf diesen Lieferschein. Deshalb verstehe ich das Ganze nicht. Und deshalb bin ich auch so sauer darüber. Ja, steht eine Hilfsmittelnummer. Seht ihr die? Da steht eine Hilfsmittelnummer drauf auf diesem Schlauch. Das heißt doch eigentlich, dass solche Sachen, ja, übernommen werden von den Krankenkassen. Weil eine Hilfsmittelnummer draufsteht. Ja, zeige ich es dir nochmal. Ja. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera. Ich gucke mir das Video ja nachher wieder an. So, das ist der Original-Lieferschein von Löwenstein. Seht ihr ja vielleicht hier unten. Hier seht ihr, ne? Ich kann das ja auch mal hier so. Das wäre dann die Rechnung von der anderen Seite mit meiner Adresse und das von Löwenstein. Das muss man ja nicht zeigen. Ja? Aber Leute, wo kommen wir denn hier hin so langsam? Wenn uns alle Mittel gestrichen werden, ja, wegen so einem Heizschlauch, ja, auch wenn der nur 35 Euro kosten sollte oder sowas. Es gibt Patienten, die unter der CPAP bzw. der APAP-Therapie oder BIPAP oder B-Level und wie die alle heißen, einfach einen Heizschlauch benötigen, die auch der Arzt dementsprechend verschreibt. Ja, er verschreibt ja diesen Heizschlauch. Ne? Ansonsten kriegt man den ja nicht. Wie gesagt, vor 10 Jahren war der noch dabei. Heute muss man ein Rezept bringen. So. Und ich habe, wo ich meine Sachen bestellt habe, meine Maske, die FNP, ja, und meine Filter für mein Gerät, die 12 Stück bei Löwenstein, die da drin sind. Gott sei Dank ist das noch so. Bei Resmed bekommt man ja nur 2 Filter fürs ganze Jahr. Und hier habe ich noch einen Feinfilter, also einen Pollenfilter mit drin
Und diesen Schwamm, ja, ist auch noch da drin. Und wenn ich da die Preise dafür sehe, dann muss ich sagen, kriege ich das blanke Kotzen. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich bin sowas von sauer darüber, über diese Geschichte. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, dass man dann, obwohl hier die Hilfsmittelnummer eindeutig draufsteht, kriegt man diesen Heizschlauch nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt. Und die Krankenkasse schiebt es dann wieder auf Löwenstein und sagt, ja, Löwenstein kann das ja in der jährlichen Pauschale mit aufnehmen, die da drin ist. Was hat das damit zu tun? Was hat das damit zu tun, ob man das in der Pauschale aufnimmt oder ob die Krankenkasse den diesen Heizschlauch bezahlt? Es gibt eine Hilfsmittelnummer hier drauf. Und diese Hilfsmittelnummer heißt, dass die Krankenkassen das bezahlen und nicht anders. Zumindest bei den Patienten, die wirklich darauf angewiesen sind. Wenn das jetzt Patienten sind, die das nur um einfach nur Komfort zu haben, ja, und das ohne Rezept machen mit dem Heizschlauch, kann ich das verstehen, dass man sagt, nö, müsst ihr selber bezahlen. Bezahlen diese Patienten auch dann in dem Moment, weil die einfach nur den Komfort eines Heizschlauchs haben wollen, kein Wasser drin haben wollen oder etwas wärmere Luft haben wollen. Ja? Das ist ein Sorry, tut mir leid. Das ist ein Witz für mich mittlerweile. Ja? Und deshalb rege ich mich da dermaßen drüber auf. Ich werde auch noch mal einen Beschwerdebrief an der Krankenkasse schreiben. Ob der durchgeht oder nicht, das werden wir dann sehen. Ich sehe nicht ein, dass ich nächstes Jahr den Heizschlauch bezahlen muss. Das war jetzt sogenannte Kulanz von Löwenstein, dass die mir den Heizschlauch nochmal gegeben haben. Kostenlos. Also, sage ich nochmal danke, Löwenstein in Dortmund, ja, dass ihr das gemacht habt. Aber es kann doch nicht sein, dass die Krankenkassen alles einkürzen. Ja, alles einkürzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich gucke im Internet, was meine Maske kostet, ja, und auch die Filterkosten, dass das nicht die Pauschale abdeckt, sondern, sorry, aber so ein Heizschlauch mitzubezahlen, in der Pauschale drinne. Ja, das ist eine Sache, verstehe ich nicht. Einen normalen Schlauch bekommt man auch. Die kosten auch sowas um die 12 Euro. Ja? Und dieser wird wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt 40 Euro kosten. Früher hat er mal 70 gekostet. Ich glaube, der Schlauch hier, nee, Moment, da muss ich mich berichtigen. Der Schlauch war schon immer günstiger, weil er kein zusätzliches Netzgerät hat. Für die ganzen Geräte, so wie das Smart, das Prisma. Ja, jetzt komme ich leider nicht auf den Namen, tut mir leid, aber eben, ihr wisst ja, ein APAP-Gerät gibt es, ein abgespecktes, wo kein großes Display drin ist. Da gibt es ja heute auch das Smart im APAP-Bereich, Soft heißt das andere, seht ihr, da habe ich es wieder, gibt es ja auch, die haben ja gar keinen Heizschlauchanschluss. Da muss man ja wirklich ein Netzteil und den Schlauch dementsprechend nehmen. Die Dinger, dass das Netzteil dann dementsprechend teurer ist, kann ich alles verstehen. Aber auch dieser müsste von der Krankenkasse übernommen werden. Wie gesagt, es gibt eine Hilfsmittelnummer und dann soll man das selber bezahlen. Leute, ich weiß nicht, wo das hier noch hinführen soll. Ich bin kein Mensch, der sonst immer meckert oder der alles schlecht redet oder sonst was. Das wisst ihr, ihr kennt meinen Kanal. Ja? Aber sowas, das hat mich heute so geärgert. Ich fahre fast 100 Kilometer, um zu dem Versorger zu kommen. Ja? Hin und zurück waren es dann 100 Kilometer. Ja? Und dann wird mir gesagt, nö, das funktioniert nicht. Und ich habe noch mit der netten Dame von Löwenstein am Telefon gesprochen, wo ich meine Maske bestellt habe. Die sagte noch zu mir, ja, dann müssen Sie ein Rezept haben mit einer Begründung drauf. So, das habe ich gemacht. Das mache ich jedes Jahr, seitdem Löwenstein ein Rezept haben möchte. Jedes Jahr mache ich das. So, und jedes Jahr steht das Gleiche drauf. Und jedes Jahr habe ich ihn bekommen. Und dieses Jahr auf einmal wird es noch mehr gekürzt. Die Krankenkassen erhöhen ihre Beiträge, ja, dass wir Rentner, ich bin Rentner unter anderem, ja, nochmal Geld abgezogen kriegen von unserer mickrigen Rente, die wir schon haben. Und dann sollen wir die Sachen auch noch bezahlen? Wo soll das dann hier noch hinführen? Leute, ja, sorry, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Es wird bestimmt einige geben, die sagen, ja gut, ich bezahle ihn schon ewig, muss man sich nicht drüber aufregen. Nein, Leute, es geht einfach ums Prinzip.
10 Jahre lang kriegte ich den Heizschlauch so dazu. Ja, 4 Jahre so und die anderen 6 Jahre musste ich jedes Mal ein Rezept bringen. Wurde jedes Mal anstandslos übernommen. Ja, das Rezept geht sowieso zur Krankenkasse und wird dort eingereicht. Ja, und dann kriegen die ihr Geld auch, denke ich mir mal. Wenn das anders ist, wenn hier einer in meinem Kanal ist, der das weiß, was damit passiert, bitte schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Weil ich dachte mir jetzt auf der Rückfahrt, das Video musst du machen. Du musst sowieso wieder ein Video, was heißt müssen, tue ich gar nichts, aber du möchtest sowieso wieder ein Video machen, ja, jetzt machst du das Video. Und zwar über den Heizschlauch und über die Frechheit, wie ich das jetzt nenne, ganz schlicht und einfach, was sich die Krankenkassen rausnehmen, ja, für Patienten, die auf Heizschläuche angewiesen sind, weil es einfach nicht ohne diesen Heizschlauch funktioniert. Soll ich die Therapie deshalb abbrechen und sagen, nö, mache ich nicht mehr? Ja, und kriege dann einen Schlaganfall, den ich ja schon hatte, oder einen Herzinfarkt, den ich auch schon hatte. Ja, dass mein Leben schneller weg ist, oder wie ist das heutzutage? Sorry, wenn ich solche Worte benutze hier in dem Kanal. Ich hoffe, ihr versteht mich ein bisschen, aber das geht so nicht weiter. Das geht einfach so nicht weiter. Ich werde auf jeden Fall einen Beschwerdebrief an die Barmer schicken. Ich werde auch einen Beschwerdebrief an die Firma Löwenstein schicken. Ja, obwohl ich der Meinung bin, Löwenstein kann nicht mal was dafür. Klar, wenn die was nicht bezahlt bekommen, dann sagen die auch, nö, dann machen wir das einfach nicht mehr. Da habe ich vollstes Verständnis für Löwenstein. Trotzdem ist die Mitarbeiterin, die da jetzt saß, ne, Leuten dann ausgeliefert, ganz zufrieden sein, dass ich noch so freundlich bin, ja, Leuten ausgeliefert, die da ganz anders reagieren. Ja, weil die jahrelang den Heizschlauch bekommen haben. Und Löwenstein sagt, ja, wir haben es aus Kulanz immer doch dazugegeben. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Was soll das? Was soll das? Muss ich mal ganz ehrlich fragen. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ihr wisst, es geht um den Heizschlauch, ja, um die Zuzahlung für den Heizschlauch, dass man das selber bezahlen muss, jetzt neuerdings. Und der nette Mitarbeiter von der Firma Löwenstein in Dortmund sagt auch zu mir, es gibt keine Krankenkasse mehr, die diesen Heizschlauch übernimmt, ja, weil sie alles zusammenstreichen. Aber, wie gesagt, hier ist sie nochmal. Hier ist eine Hilfsmittelnummer drauf. Ja? So, und deshalb kann ich das nicht nachvollziehen. Gut, habe ich mich jetzt genug aufgeregt. Ihr habt mich mal wieder gesehen. Mir ging es auch nicht so besonders. Ich habe auch viel Arbeit im Moment und. Und da kann ich jetzt keine anderen Videos machen. Aber wo ich dran bin, das möchte ich euch noch sagen. Ich hoffe, ihr guckt das Video bis zum Schluss. Ich versuche, die F40 zu bekommen. Ist im Moment in Deutschland nicht verfügbar, leider. Und ich versuche auch, die Maske von Löwenstein zu bekommen, die Julia. Das ist eine Nasenmaske. Grob gesagt, optisch nicht schön. Ich habe so das Gefühl, die geht so ein bisschen an die N20 dran. Ja, glaube ich, war das die 20er oder die 10er? Ne, die F20, glaube ich, war das. So ungefähr mit diesen Kunststoffteilen und. Ich habe sie schon gesehen. Ich versuche aber, das zu bekommen, um euch dann auch wieder was Neues vorzustellen. Und wenn ich es aus meiner eigenen Tasche zahlen muss, weil die Krankenkassen Löwenstein unterstützt mich im Moment nicht mehr. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil ich habe nie über Löwenstein gemeckert. Okay, wenn das Video euch gefallen hat, ist da ja Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Auch Daumen runter ist ein Like. Nicht vergessen. Ne? Lasst mir ein Abo da, drückt die Glocke und ihr wisst, wann der Hermann wieder ein neues Video hochgeladen hat. Macht's gut, tschüss. Und immer noch muss ich zur Kamera laufen. Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern.